Die Regeln Roulette System transversale Geheimtechnik Roulette Semkensi Seltsamkensi. Autor D. Seltsamkensi. Hier bei uns und bei dem Gambler Thomas Westerburg sind inzwischen tausende von E-Mails eingegangen, alle wollen das Expos der Regeln erhalten. Ich bin derzeit nicht bereit, das Regelwerk zu veröffentlichen, gebe aber den Interessenten ein sogenanntes Schmankerl in die Hand, mit dem sie die Regeln mit ein bisschen Nachdenken und Geschick leicht erlernen, ja sogar besser erlernen können, nämlich visuell anhand einer Fahrradtour, die exakt nach den Systemregeln in den Wäldern des südwestfälischen Siegerland abgefahren wurde. Schauen Sie sich also den Film, das Video, genau an. Oben im Film finden Sie den laufenden Roulette-Kessel-Sektor. Die Drehungen sind für den Film manipuliert, damit sie an das Regelwerk, welches der Fahrradfahrer auf der vorgegebenen Waldstrecke im Siegerland abfährt, angepasst und sofort erkennbar sind. Sie werden sich erinnern, der Systementwickler Breitwieser, ein Bauer aus dem niederbayerischen Rothal, hatte damals für uns sein System mit dem Traktor auf seinem Acker flächenmäßig abgefahren und die Systematik ist nach ein wenig Lernen für das System Methodicus, sehen Sie hierzu meine Ausführungen in meinem Buch, von jedem deutlich verstanden worden. Nun auf Wunsch von Herrn Westerburg das Gleiche, nur mit einem Fahrrad in den Wäldern des Siegerland. Beachten Sie, die Fahrt über die kleine Wiese auf den Weg ist als Einstieg über die Grundlinie in das Roulette Dableau zu verstehen und unerheblich, dann geht's aber los. Grundsätzlich, wenn es eine Steigung, technisch ist das im Wald durch Versetzung der Kämmere dargestellt worden, damit es nach Steigung und Abfahrt aussieht, gibt, dann ist das so zu deuten, dass auf der gerade befindlichen Straight des Roulette Dableaus der Satz auf die entsprechende Transversale nach oben zu richten ist. Also wenn Sie die Steigung fahren und befinden sich gerade in der TVS, letztgefallener Q, 13 bis 15, dann heißt das, der Blick ist nach oben, also auf die Transversalen ab 16 bis 18 bis also 34 bis 36 zu richten. Die Fahrt des Fahrradfahrers zeigt dann, in welche jeweilige Nebenstraight er einbiegt, welche dieser TVP zu setzen ist. Analog ist das umgekehrt zu sehen, wenn es bergab geht, also dann von oben nach unten und wenn abgebogen wird, dann diese TVP setzen. Sie müssen natürlich das Tableau genau kennen, als Hilfe läuft oben der Roulette-Kessel und die Drehungen sind so angepasst, dass Sie sofort analog des Fahrradfahrers und deren spezielle Tour erkennen, wo Sie stehen und was zu tun ist und besonders, welche TVP zu setzen ist. Sie werden sehen, der Fahrradfahrer hält nach dem Regelwerk zweimal im Film an und weiß nicht, wohin. Wenn Sie diese Situation im Spiel vor sich haben, kann entweder auf die beiden angezeigten Alternativen, also zwei Stücke bzw. zwei TVP, gesetzt werden, oder man setzt in einer solchen Situation besser gar nicht. Wie Sie sehen werden, kommen solche Situationen nur vor, wenn ein Zero in der Strecke war. Die Spielerfahrung hat gezeigt, man sollte eben nicht zwei TVP, sondern für diesen Folgekorb gar nichts setzen. Auch fährt der Fahrradfahrer die Tour so exakt ab, dass er von Nebenstraight zu Nebenstraight biegt, entweder aufwärts oder abwärts, gerade Strecke bedeutet in der Linie, also quasi aufwärts. Das heißt immer und ohne Ausnahme, wie Sie auch an dem positionierten Roulette-Kessel-Sektor sehen, der Sprung muss von TVP zu TVP gehen. Biegt der Fahrradfahrer auf einen Hauptweg ein, das ist die breite Straße im Film, bedeutet dies, es handelt sich um eine transversale simple, also quasi zwei TVP auf der Sie sich gemäß laufendem Kesselposition befinden. Wie Sie auf dem Film sehen, hat der Fahrradfahrer eine bevorstehende, von mir zur Demonstration erfundene Permanenzstrecke mit den gefallenen Plein minus 3 minus 12 minus 27 minus 19 minus 27,
15 abgefahren, in die ich mit Absicht 4 Fehltreffer eingebaut habe. Wäre so gesetzt worden und wäre diese Permanenzstrecke im Casino so gelaufen, einschließlich der vorgegebenen Fehltreffer, wären insgesamt 42 Stücke zu setzen gewesen, 27 Mal wäre gewonnen worden, hier nur zur Demonstration einer erfundenen PMZ. Das war's. Seltsam Genzi. Outdoor Gambling Geometry Evolution Transversale Secret Technik.